Hey ho Leute, hier sind wir wieder mit Lost Kingdoms. Diesmal geht's in die heiße Phase, denn wir müssen hier hin nach Brosh Black oder wie auch immer, Brosh Black. Dort erwartet uns der Enchanter, the Dark Castle of the Enchanter. Ja, und da gehen wir direkt mal hin mit unserem frisch gestärkten, megamäßigen Superdeck. Ja, und hier fangen wir an. Ohne große Einleitung oder so, wie immer. Are you really going to fight the Enchanter? Jupp, ich hab's mal vor. Und da taucht auch schon das erste Problem auf. Erstmal so eine super coole Tür, sag ich mal. Aber this door is designed to hold some type of object. Wir brauchen so eine Art Schlüssel, sonst kommen wir da nicht durch. Ah, da ist schon mal eine kleine Fee, was auch immer. So, wir schnappen uns halt die ganzen Truhen, die wir hier finden. Und versuchen währenddessen den Schlüssel zu finden. Vielleicht sollte man es andersrum formulieren, dass man eigentlich den Schlüssel finden will und dabei die Truhen aufsammelt. Egal, ich bin itemgeiles Schwein, also sammeln wir zuerst die Truhen ein. Was haben wir denn hier? Oh, Schande. Das ist uncool. Zwei von denen. Okay. Benutzt den Kopf. Benutzt deinen Kopf. Ah! Ja, bleib da stehen. Sehr schön gemacht, Steinkopf. Sehr schön. Hahaha. Zwei von diesen Mistviechern. Boah, 1200. Das ist eine Menge. So. Oh, die Fee holen wir mit. Und da haben wir wieder einen Dragon Knight bekommen. Sehr schön. Ich liebe diese Zweihand-Mega-Hit-Viecher. Was? Auch nicht schon wieder einer. So. So. Und was jetzt? Banshee! Ach, ich liebe die Banshee. 600 müsst ihr ja dann kriegen, ne? Hä? Eben haben wir zwei Beelzebubs getötet und dann haben wir nur... Haben wir auch nur 1200 bekommen, was soll denn das? Ich bin jetzt ein wenig verwirrt gerade. Okay, da sind so lustige Gitter davor, da kommen wir nicht rein. Ich habe auch keine Ahnung, wie man die jetzt runterbekommt, das ist alles ein bisschen her. The Enchanter believes that he is the master of the power he wields. I wonder who is truly the master. Soll das jetzt etwa andeuten, dass da noch was kommt? Was ist das? Oh, das sind wieder so lustige Dämonenstatuen. Statuen. Aber, passieren tut trotzdem nichts. Ja, das finde ich ist eines der coolsten Models im Spiel. Das sind Teleporter. Ja, und da können wir jetzt halt eben anhand der Minimap erkennen, wo wir sind, klar. Und ihr seht, wo uns die Augäpfel hinbringen. Also immer eine Plattform in die andere Richtung. So, da kamen wir ja jetzt her. Das heißt, wir müssen sowieso hier hin. Können dann nur hier weiter. Okay. Alles noch ganz simpel. Dann mal hier hin. Ich finde das Leveldesign hier übelst krass. Das gefällt mir sowas von gut. Mit diesen Dämonen-Drachenstatuen, die die Plattform festhalten. Oh, wir haben Stone of Darkness gefunden. Das finde ich saucool. Das sieht einfach super aus. You're in the castle of the Enchanter. You don't say? So. Okay, wieder hierhin zurück. Was soll denn das? Ich dachte, es gibt noch andere Wege. Nee. Ach komm. Hau zu, Caterpoker. Hau nochmal zu. Yeah. Ups. Beelzebubs. Hä? Eben 1200, jetzt wieder 6. Was soll das? Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Hier kamen wir. Nein, hier.
Nein, hier müssen wir lang, ja. Ich bin so vergesslich, oh. Aber sag mal, was soll denn das jetzt? Ah, da oben ist auch noch eine Startplattform, also da kommen wir später hin. Das seht ihr auf der Karte, ich zoome nochmal raus. Jetzt oben rechts. Also mit diesem Stone of Darkness kommen wir in das Gebiet. Aber wie wir das hier aufkriegen, weiß ich jetzt nicht. Okay. Oh, zwei Puppet Master. Oh, egal. Kein Problem. Ja, mach deinen Skill. Danke. Alles kein Problem. Unsere lustige Katze macht nämlich jetzt auch mit. Und die hat eine hohe Reichweite. Aua. Oh, wow. Na dann, helfen wir mal nach. Aua! Nein! Katze! Mach deinen lustigen Fingerangriff, ich will hier weg. Oh. Hm, das ist jetzt uncool, egal. Was? Wie bitte? Gibt's doch nicht. Einmal. Ah ja, du stehst da drauf, hä? Ah, das ist total übertrieben mit dem Ritter. Deswegen benutzen wir den jetzt auch nicht. Oh, der Waterbird kommt sehr gelegen. Den benutzen wir aber auch nicht. So. Und noch heilen und Karten wiederherstellen. Das Vieh sieht einfach nur imba aus. Es sieht einfach nur imba aus. Ah, und. Oh ja. Also, man muss wirklich sagen, wenn man nachher die Karten sammelt, kann man hier ziemlich gut farmen. Wobei ich einen anderen Farmort recht gerne bevorzugt habe, weil er sehr simpel zu beenden ist und sehr schnell zu beenden ist. Und dort kriegt man auch viel EP. Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Wir müssen ja erstmal das hier schaffen. Der Fee laufen wir jetzt bestimmt nicht hinterher. Auf der Treppe? Willst du mich verarschen? Ha. Und noch ein Skelett am besten, komm. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Außer das Skelett. Au! Außer das Skelett ist mal wieder hochintelligent. Das wollte ich sagen. Hey, ich stehe genau daneben. Oh, ja. So. Wie gesagt, Leveldesign, das ist einfach nur awesome. Und das wird im Zweier nicht schlechter. Oh, der Zweier, ich freue mich drauf. You use the Storm of Darkness. Hey Kumpel, ich marschiere mal durch deinen Anus. Eine Truhe hat er hier nicht, nein. Und lustiges Geporte geht los. Ich glaube, wenn man da jetzt Scheiße baut, muss man wieder den ganzen Weg außen rum rennen. Und ich glaube, wenn man zu bestimmten Truhen will, muss man das sogar in Kauf nehmen. So, jetzt sind wir an interessanten Punkten. Und zwar, wenn wir eins nach links gehen, können wir dort runter. Aber da waren wir schon mal. Mist. Nicht schon wieder. Uncool. Aua. Ach Mann, oh. Ja, hauen um. Pieks ihn. Pieks ihn tot. Nein. Nicht dahin rollen. Ja. Ah, wir sind vergiftet. Egal, wir wissen ja, dass wir einen Waterbird demnächst bekommen. So, also wenn wir jetzt dahin gehen, müssen wir, glaube ich, nachher wieder den Weg außenrum gehen. So, leider sehen wir nicht bis auf die andere Plattform. Hier kommen wir wieder an den Anfang. Wie es aussieht, ja, hier kommen wir wieder an den Anfang. Wo können wir denn dann hier entlang? Okay, hier scheint es einen besondereren Weg zu geben. Ah, komm mal her, Fee, bitte. Danke. Mal schauen. Na, das kommt doch gelegen. Aber an diesen
Oh, Lavafly, die kenne ich jetzt so gar nicht. Aber an diese Plattform mit den drei Truhen, da sind wir noch nicht dran gekommen. Da will ich auch noch hin. Naja, heilen wir uns mal hier. Gut, dass wir den Waterbird nicht benutzen mussten. Oh, Dreier. Oh, neutralisiert diese Vor- und Nachteile. Ja, alles ist praktisch neutral. Das ist cool. Das ist interessant, ja. So, dann gehen wir wieder zurück. Da hinten seht ihr die drei Truhen. Da wollen wir hin. Nur weiß ich nicht, wie wir da jetzt hinkommen. Ich habe Angst, wenn wir da jetzt rübergehen, dass wir dann nicht mehr zurück können. Wisst ihr was? Wir versuchen es jetzt einfach mal mit diesem anderen Weg. Mehr bleibt uns ja, glaube ich, gar nicht übrig. Auch wenn wir dann wieder komplett außen rumrennen müssten. Ah nein, so kommen wir auf diese Dreierplattform. Sehr schön. Ein Great Demon? Oh, immerhin. Und. Ein Mole Monster. Ich zoome mal rein, dann seht ihr vielleicht was. Und wieder auch nur ein Great Demon. Na klasse. Hat sich nicht so wirklich gelohnt. Du bist eine Waffenkarte, ne? Oh, und noch eine schlechte dazu. Na toll. Komm her, triff den mal. Oh, du triffst zweimal. Das war jetzt wiederum interessant, dass er zweimal trifft. Okay, ich nehme alles zurück. Ist doch nicht so schlecht. Aber was schlecht ist, ist halt, dass wir jetzt wieder... Nee, Moment. Moment. Hä? Doch, wir müssen hier hin. Von da oben kommen wir ja gar nicht zurück. Wir müssen wieder hier rumrennen. Haben aber immerhin jetzt die Truhen gefunden, die wir brauchen. Diese lustigen Dämonen-Dinger sind wirklich nur Zierde. Ja, ich habe auch so einen hier links an meiner Wand hängen. So wunderschöner, ja, fleischiger Dämon mit riesen Hörnern. Also den Innenarchitekt, den müssten wir echt mal irgendwo finden. Was haben wir denn? Ach, ein Puppet Master. Okay. Ah, was haben wir dir an den Kopf? Was? Ah, gut, das dürfte eigentlich aufgehen. Ah. Du Mistvieh. Oh, zwei Mindflayer. Ja, komm. Das lohnt sich. Wir haben so wenig Karten im Deck. Da können wir auch so ein Tentakelmonster, so ein Zoidberg benutzen. Banshee! So. 960, okay. Manchmal verstehe ich die EP-Verteilung nicht so ganz. Ups, jetzt habe ich meinen Sound komplett abgestellt. Wo bist du? Da, super. Ah ja, hier können wir uns mal diese Drachenstatue betrachten. Ja, sehen schon cool aus, aber sind halt so ein bisschen tot. Versuchen wir mal ohne Kampf dort rüber zu kommen. Dass wir jetzt keine großen Verluste erleiden und diesmal geht's hier runter wieder, ne? Was war denn da? Nix, gut. Und hier rüber. So. Und, oh, da sind noch zwei extra Wege. Das heißt, zwei Kämpfe tauchen da wahrscheinlich noch auf. The Guardian of the Dragon's Mouth. The Guardians of the Dragon's Mouth are in the chambers to the right and left of here. The Enchanter's Throne Room is just beyond the Dragon's Mouth. Okay, also wir müssen sogar dort rechts und links gehen, um diesen Weg freizuschalten. Oh, kommt schon, hört doch auf. Echt jetzt, ey. So, du bist tot. Aua. Ach Gott, wieder ein Vampir. Ich hasse die Vampire. Ah, was holen wir denn für den noch? Am besten noch ein Caterpoker, ja. So. Ich will hier raus.
Verdammt. Ich weiß genau, dass er ausweichen wird, wenn ich den jetzt mit der Geisterrüstung angreifen würde. Aber wir versuchen's. Oh yeah. Schöner Treffer. Komm schon, mach's fertig, Caterpoker. Nein. Kriech. Ja. Schön gemacht, Caterpoker. Er hat uns mal wieder den Vampir gut beenden lassen. Ja. Unsere Riesenraupe. Irgendwann ist es ein wunderschöner Schmetterling. Was? Was? Ach, nö, ernsthaft? Die brauchen wir jetzt ja nicht beschwören. Einmal den Steinkopf. So. Oh yeah. Was? Ich hab doch da hingeguckt. Was soll denn das? Okay, okay, ich verstehe. Jetzt hättest du dich aber noch drehen können. Eben wollte er nicht. Oh Mann. Jetzt haben wir nur noch so ganz starke Karten, die uns nicht wirklich viel bringen gerade. Die Banshee kommt gelegen. Das gebe ich allerdings zu. So. Ein Skelett. Ja. Oh, noch eine Banshee. Sehr gut. Dann können wir auch gerade den Mindflayer benutzen zum Karten wieder aktivieren. Also ich meine den Zoidberg. Oh Gott. Yay. Das hat reingehauen. Und das war's mit den Vampiren. 2160. Ja. Sehr cool. So, das waren einmal die Wächter. Was haben wir erhalten? Ein Stahlskelett. Sehr schön. Und ein Rebus. Kann man immer haben. Heilt und stellt Karten her. Sehr wertvolle Karten in diesem Spielverlauf, wie ihr sicherlich bemerkt habt. Weil die Karten mal schnell zur Neige gehen können. Und was haben wir hier? Bitte Puppet Master. Ja, es sind immerhin Puppet Master. Und wieder weg. Und wieder hin. Und wieder weg. Ah, wir treffen immerhin anständig. Au. Yay, wir haben sogar beide getroffen. Was uns leider nicht so viel gebracht hat. Und auf. Autsch. Caterpoker. Zu früh losgelassen. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Geh weg. Nicht rollen. Greif an. Greif. Oh. So weit weg. Na los, mein klingenbesätes Raupenmonster. Schön gemacht. Klingenbesätes? Ja, 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 klingenbesät, das macht natürlich, ja. Oh! Sehr schön. Hoffen wir mal, dass wir ihn beim ersten Versuch schaffen, sonst haben wir wieder den ganzen Kram hier vor uns. So. Dann haben wir die ganzen, immerhin haben wir die ganzen Karten dann gelootet, dann geht das doch ein bisschen flotter. Und ich glaube, wir müssen den Stein nicht mehr extra... Kann aber sein, dass wir den Stein und so noch sammeln müssen. So, stellt euch auf ein interessantes Ende bevor. Bereit? Ein? Oh nein, halt! Ah! Rick, guck doch auf die Karte und nicht irgendwo hin, während du überlegst, was du gerade gesagt hast. So. Kato Bleepers, okay. Und ein Mole Monster. Ja, och, warum nicht? 26 Karten. So, was machen wir rein? Ein Mindflayer, definitiv. Was macht das Mole Monster denn? Ah, es lenkt ab. Okay. Ah, lieber einen Rebus. Und lieber noch einen Rebus. So. Ja, wünscht mir viel Glück. Jetzt wird's cool. Ha ha ha.
Welcome, Princess. I am Thanos, the Enchanter. There's a way to settle this without violence. You could be my queen. No, how unfortunate for you. With your runestones added to mine, I will be the most powerful being in the world. Ja, wieder mal ein Duell. Was hat er vor? Was hat er vor? Egal. Au. Dann schauen wir uns mal den Elefant an. Oh, es hat nichts getroffen. Oh, der hört nicht auf zu beschwören. Mhm. Okay. So langsam bräuchten wir mal ein bisschen was, was Schaden macht. Uns gehen die Kristalle aus. Ui, ui, ui. Na los, mach das Vieh mal kaputt, Caterpoker. Danke. Lass mich hier weg. Nein, Skelett, du hast mich hier eingekesselt. Ah. Glück gehabt. Ah, das Vieh nicht gesehen. Sehr schöner Schlag. Was kommt jetzt? Ein Vampir. Was macht der Vampir denn eigentlich? Der hat meinen Caterpoker getötet. So, wir haben einen Rebus, den benutzen wir aber nicht. Okay, das Skelett hat vor uns getroffen. Das erklärt was. Mist. Oh, Doppelmist. Das ist ungut. Los, weg mit dir. Ich möchte gerne... Ey! Das wollte ich machen. Ach, lass mich ein bisschen in Ruhe. Ich bin gerade Kristalle am Einsammeln. Mein Freund. So, und jetzt möchte ich euch bitte in einer Position haben. Danke. Testen wir mal, ob wir mit dem Drachen treffen. Oh ja, oh ja. Yeah. Sehr schöner Treffer. Gleich der nächste hinterher. Puh. Den Mindflayer müssen wir uns mal noch aufheben. Schade. Oh nein, das ist jetzt sehr schlecht. Wir haben nämlich gerade den Ritter benutzt. Oh, das war gut gelaufen. Ja, das war nur seine Karte. Das war er. Oh, das war eine Banshee. Das habe ich nicht mitbekommen. Ah, das gibt's doch nicht. Der Kumpel, der weicht mir zu viel aus. Ey, ich wollte gerade meinen Rebus droppen. Hör mal auf. Ich bin ein Vampir. Weg mit der Fee. Da haben wir wieder eine Banshee. Sehr gut. Sehr schön. Was? Necromancer? Keine Ahnung, was der macht. Ich verzieh mich. Was macht er? Ah, stimmt. Der sendet diese Schädel aus. Naja. Das war eine interessante Art zu auszuweichen. Was? Schon wieder? Ah. Das ist jetzt wiederum schlecht, denn wir haben keinen wirklichen Konter. Die kommen, ja. Das ist uncool. Oh, hör auf, Junge. Du bist so ein scheiß Gegner, weißt du das? Au. Na, das gibt's nicht. Was machen wir jetzt? Oh Mann. Mantrago. Ey! Das ist wiederum uncool. Nein! Das ist richtig uncool. Egal. Mann! Ich wusste nicht, ob die Karte raus war oder ob wir sie noch nicht benutzt hatten. Deswegen. Egal, sein Leben ist recht niedrig. Ah, das gibt's doch nicht. Das gibt's auch nicht. Ich hasse diesen Typ.
hat das nichts getroffen. Die tolle Banshee. Das hat doch gesessen. Ist klar, aber er trifft uns. Ja, ja. Ja! Sieht doch ganz gut aus. Was hat er denn jetzt wieder? Noch ein Necromancer. Ha, ja. Was ist mit Heilung, wäre für uns jetzt ganz interessant. Ein Rebus, das ist doch cool. Versuchen wir es mal damit. Verdammt. Na, ah, wieder zu früh losgelassen. Ja. So, einmal das. Vielleicht kriegen wir auch noch den Mindflayer raus. Wobei mir was mit Heilung lieber wäre. Verdammt. Puh. Ihr seht, der ist nicht gerade ohne, der Typ. Jetzt haben wir den Mindflayer nicht rausbekommen. Verdammt. Ja. Warum bin ich so nervös? Gute Frage. The power. I can't hold it. It seems he was not suitable, a suitable vessel for my power after all. Das bleibt jetzt lange stehen, klar. Insignificant human, you were sent here by my dearest sister, is that correct? You have been deceived, human. You cannot defeat me. I am a god. Bow down before my fury. Ja, jetzt müssen wir dem God of Destruction gegenübertreten. Oh, wir sind voll geheilt. Und falls wir gegen den verlieren, müssen wir den ganzen Schmarrn nochmal neu machen. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie wirklich sein Angriffsmuster oder so funktioniert. Okay. Immerhin haben wir das Ding da hinten getötet. Das Problem bei ihm ist, er hat sehr schöne One-Hit-Fähigkeiten. Und man kriegt hier ziemlich wenig Kristalle. Oh Gott, hier wollen wir, glaube ich, weg. Oh, 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 oh. Wo ist unsere Raupe? Das hat noch getroffen, verdammt. Wenigstens trifft unser tolles Skelett dort hinten immer. Und das hält sich ganz gut. Das finde ich super. So. Der lacht es aber aus, verständlicherweise. Ghost Armor. Dingens. Keine Ahnung, wie er genau heißt. Also hier an denen kriegt man immerhin ein paar Kristalle wieder. Da die ein kleiner Mangel hier sind, merkt er ja. Was? Instant kaputt? Au. Jetzt muss aber das Blatt mal weg. Was hat er vor? Ah! Verdammt. Was ist das, was ich meine? Ah. Die Kristalle sind hier ein Riesenmangel. Und wir können nichts wirklich dagegen tun momentan. Oh, Rebus, das gibt's doch nicht. Wir haben Wasser. Wasser ist gut gegen Feuer. Falsch geschossen, na klasse. Oh, hier will ich weg. Na toll, wir haben nichts aktiv Gutes gerade. Was, der hat die alle getötet? Jetzt habe ich gar keine Kristalle. Ist doch nicht wahr. Oh, so wenig. Oh. Den Drachen droppen wir jetzt mal. Oh, verdammt. Wir sind im Chaosfeld drin. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr raus. Oh, es hat uns keinen Schaden mehr gemacht. Sehr gut. Wo ist unser Skelett? Ah, da hinten. Deswegen sollte man versuchen, die Elemente hier kaputt zu machen. Sonst zaubert ihr dieses recht starke Feld.